Ja, hallo und willkommen wieder zu einem neuen Video. Und zwar hier geht es mal hinter den Kulissen bei Game of Thrones. Und da werde ich euch noch ein bisschen so einiges zeigen. Sachen wie jetzt zum Beispiel Allianz Session 39 gibt es ja nicht mehr. Das wurde dank meines Videos behoben, wie ihr sehen könnt. Es heißt jetzt Allianz Krieg Session 40. Und in meinen älteren Videos könnt ihr auch nachschauen. Da habe ich ja die Nachweise in Farbe sogar gebracht. Und ja, Kampion kriegt halt immer von mir die Links zugeschickt mit wunderbaren Beleidigungen. Und das. Und ja, ich kann nicht anders, ich liebe. Es ist so Hassliebe zwischen mir und Kampion. Und ja, mittlerweile hat auch meine Mutter, ja, gesagt, ja, du bist bestimmt mit ihnen verheiratet, weil ich habe noch nie in einem Video so eine, ja, Hassliebe entdeckt. Ja, mit Kevin bin ich tatsächlich verheiratet. Wenn es einen offiziellen Schein gäbe, dann ja, definitiv, weil das ist einfach eine Firma, die macht alles falsch, was sie richtig machen könnte. So, dann haben wir nochmal hier diesen Nachweis, dass wir goldreich sind. Weil da wurde nachgehakt bei einigen, es kann ja nicht sein, wieso ist das Silbereins. Aber das ist halt buggy. Aber das System einfach sagt, wenn du nicht 3, 4, 5 hintereinander Allianzkriege gewonnen hast, dann akzeptiere ich dich nicht als Goldbrei. So, ich verstehe das auch. Alles blöd für diejenigen, die die Videos machen. Das geht auch anderen YouTubern so, weil die sagen, ja, wir sind Gold 2 oder Gold 1, aber er zeigt nur den nächsten unteren Wert an. Ist ja nicht so schlimm. So. Jetzt gehen wir mal weiter. Hier sehen wir weiter Gold. Und der Rang ist schon mittlerweile alt. Und zwar sind wir schon auf Rang 638. Und ja, diese aktuelle AK-Runde werden wir auch nicht schaffen, weil wir haben zwar die knapp jetzt da auch gewonnen, aber wir haben noch einen, wo ich ein Video veröffentlichen werde, wo das neue März-Update kam und das war total verbuggt und da habe ich Haufen Kills gelassen. Ich habe einige Sachen auch gefilmt und ja, ich fand es lustig einfach, deswegen habe ich auch gefilmt. Ja, ich bin ein Durchschnittszocker und muss mich quälen mit Bugs und dann bin ich froh, dass ich nicht der Einzige bin. Und ja, hier haben wir jetzt unsere Verteidigung. Und wir sehen hier, dass ich immer diese Verteidigung nehme. Das ist meine Lieblingsverteidigung. Ich muss nur mein Juggernaut auf Rang 3 machen, aber ansonsten haben wir die Kingpin Archangel. Dann habe ich euch mal hier einen Screenshot zur Verfügung gestellt von unseren Gruppen. Ihr seht, wir haben drei Allianzkriegsgruppen, die dementsprechend auch hier, wenn wir da draufklicken, wirklich aktiv sind, wo wir auch auf Notizen klicken und sehen, dass das so aussieht, wenn ich die Platzierungsphase mache. Manchmal sieht man die Platzierungsphase nur rein, die Plätze, also halt links die Usernamen und rechts die Champions, die ich dann bestimme, die platziert werden sollen von den jeweiligen Mitgliedern. Manchmal sind auch gleichzeitig da zu den Champions die Plattform abgelistet. Je nachdem, wie nach Lust und Laune ich da Sachen ausprobiere, probiere ich ein bisschen aus in der Vorrunde oder auch mitten in der Runde manchmal. Entsteht halt eben keine festgelegte Platzierung, probiere ich nicht aus. Ja, okay, das Spiel speziell hat sich wieder aufgehängt. Ja, das wird wohl Kimbam erstmal an die Wand fahren, das Spiel. Das hat was mit der Marketingstrategie psychologisch zu tun. Wenn ihr da mehr haben wollt, Info, dann kann ich euch gerne mal ein Video machen, wie die Sith Lord Marketingstrategie funktioniert. So, das ist erstmal soweit das, was ich klären wollte. Jetzt klicken wir mal weiter und dann sagen wir mal, platzieren wir mal unsere Champions. So. Ich würde mal sagen, das Team passt. Ich habe kein besseres Team. Ich habe gesagt, nee, komm. Das, was ich habe, das kann ich selbst zur Verfügung stellen. Und das Beste halt draus machen. Und ja, irgendwann wird es langweilig.
Aber ich sag euch hier, macht euch nicht zu viel Sorgen, weil macht keinen Sinn. Okay? So, dann starten wir in Platzierung. Wir platzieren immer so pünktlich, zeitlich so, dass wir halt eben die, sagen wir mal, spätestens 6 Uhr Linie erreicht haben. Manchmal klappt es nicht, manchmal gibt es Leute, die eben mich provozieren und meistens sind es dann halt eben wieder langjährige Mitglieder oder Offiziere, die dann halt um 7 Uhr oder um fast 8 Uhr platzieren. Ist nicht schön, auch wenn die Plattformen festgelegt mittlerweile sind, weil ich da vorsichtig geworden bin, dass ich jetzt alle Plattformen festlege. Also die sind dann mit Nummerierung und mit Nummerierung musst du ja gar nicht viel denken, aber naja, die Leute machen es trotzdem. Hier haben wir jetzt zum Beispiel eben der Endzone, das nennt sich die Endzone, was ihr hier seht da oben, wo ich, und das nennt sich das Mittelfeld, wo ich jetzt gerade war, aber das da oben ist, nennt sich die Endzone und da haben wir halt ein Halbling, ein Galland, ein Chor, ein Mangok, ein Spider-Man, ein Parker und Manfing. Das sind so unsere Champions, die wir unserem Gegner an den Hals schmeißen, wo wir auch sehr viel Kills gewinnen. Manchmal aber auch länger, halt je nachdem, wie die Gegner sind. Wir respektieren unsere Gegner, das ist uns sehr wichtig. Auch im Mittelfeld ist noch nicht viel jetzt gemacht, aber ihr seht schon, jetzt halt verschiedene Knotenplattformen eher gesagt. Wie zweiter Wind. Aber auf jeden Fall nochmal zu dem Respekt an den Gegner, ist ganz wichtig. Weil das ist das Wichtigste, den Gegner zu respektieren, weil da gehe ich nach der jüdischen Lehre, aber auch nach dem Kriegskunst Suzuki. Und Suzuki, das ist eine japanische Kriegskunst und da ist es wichtig, den Gegner zu respektieren und zu sagen, hey, das kann gut laufen, kann aber auch schlecht laufen. So. Da mache ich jetzt mal einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Kommen wir nun zum ersten Champion. Also einmal haben wir hier Kingpin. Also die Plattform 33. Und da haben wir zwei Buffs. Einmal am zweiten Wind. Und einmal Wuchtkriecher. Und das eine ist halt eben bei 43 ist der Kingpin gut gesetzt. Weil er dadurch, wenn er diesen Debuff säubert, dann bekommt er halt dementsprechend, also erstens bekommt er, wie man hier sehen kann, Unerwehrbarkeitsladungen. Dann nach 5 Stück, wenn es dann 5 Stück gesammelt hast, dein Kingpin oder dein zum Beispiel dein Maulwurf, dann wandelt er sich in 4 passive Unerwehrbarkeit. Also wenn man nicht 4, sondern in eine passiven Unerwehrbarkeitsladung um. Und diese passive Unerwehrbarkeit, das ist im Endeffekt eine Fähigkeit, die er dann bekommt, dein Champion. Und dann ist er für 4 Sekunden passiv unerwehrbar. Das bedeutet letztendlich, dass da halt eben deinen Champion, der bereinigen oder säubern, der die Fähigkeit hat, bereinigen oder säubern, eines Debuffs hier sehr gefährlich werden kann. Gerade wenn Anfänger oder halt eben ihr gegen Gegner zockt, die da noch nicht so drauf vorbereitet sind. Ja, weil Champions wie Kingpin haben einen sehr großen Nutzen auf Plattform 43. Ich möchte dir ein bisschen näher noch Kingpin erklären und wir schauen uns mal seine Spezialfähigkeit an. Du siehst ja, es ist zwar Level 28, aber du siehst ja einmal, dass er eine Basisregenerationsrate hat, immun gegen alle Effekte, außer halt die, die seine Regenerations verändern können und natürlich, dass er diese Wut-Debuff hat. Das ist ein nicht schädlicher Wut-Debuff letztendlich. Und du siehst auch hier, wenn er dann über Mann-Modus hat, dann eine richtig, richtig krassen Angriffswertung erhält und viel, viel, viel mehr. Du siehst also, Kingpin ist ein sehr, sehr guter Champion auf Knotenpunkte, also beziehungsweise Plattformen in Allianzkrieg, wo er einfach seine Debuffs oder beziehungsweise seinen Wut-Debuff, der nicht schädlich ist für ihn, richtig, ja, könnte sagen, ausspielt.
auf eine Art und Weise, die man nicht gerne als Anfänger begegnen möchte. Und auch möchte man nicht bei der Kampfstärke unterschätzen oder physische Resistenz auch wenn er schwere Angriffe macht, auch wenn er danach dann dementsprechend wirklich dann sein Wut-Buff bekommt, das erhöht wirklich nochmal seine Angriffswertung. Also man kann den Kingpin wirklich unterschätzen, oft wirklich unterschätzen. Viele tun es, aber du siehst schon an seinen Fähigkeiten, die wir hier haben, im Überblick, so easy peasy, so schlecht, wie manche es behaupten, ist er nicht. Man muss halt mit ihm umgehen können, als Verteidiger und auch als Angreifer. Und man muss halt auch wissen, wo seine Schwächen natürlich sind, aber wo auch seine Stärken liegen. Und meines Erachtens haben wir hier einen guten Verteidiger. Wenn sogar nicht ein A-Klasse-Verteidiger. Gott hier würde ich nicht sagen, da es einfach noch zu viele Schwächen gibt und die kann man überwinden mit Trick 17, indem man halt seine Stärken in Schwächen umwandelt, eher gesagt, dass man ihn auf Übermannen bringt und dann halt immer die SK1 rauslocken tut. Und die SK1 versucht er dann öfters zu starten, wenn er im Übermannmodus ist, wo dann seine Angriffe unabwehrbar sind. So, und das Ganze natürlich haben wir auch in Elimination. Da haben wir auch gewisse Vorteile, wenn wir jetzt den auf die Plattform 43 bringen würden. Auch er hat dann diese Vorteile mit seiner Vergiftung. Ich habe aber Elimination nicht hier als Duplikat und da würde ich es auch nicht empfehlen. Ganz wichtig, eine hohe Signatur ist immer wichtig bei Abomination Immortal, da er da richtig schön reinhaut. Ansonsten lohnt es wirklich nicht. Von daher habe ich ihn auch nicht auf Rang 2 gesetzt. Wie gesagt, es gibt verschiedene Champions. Es gibt auch Champions wie zum Beispiel Colossus, die dann wiederum andere profitable Fähigkeiten haben auf andere Plattformen, wie auf Plattform 42 oder 32 und Plattform 32 und 42. Natürlich ist das alles wohlgemerkt Stufe 12 bis Stufe 10 aktuell, müsste es noch aktuell sein. Und dann, was dann höher ist, dann ganz klar, gibt es dann wiederum andere Plattformen. So weit sind wir noch gar nicht gekommen. Ich bin früher mit meiner ganz früheren Allianz amerikanischen, ich habe keine Ahnung, frage mich nicht nach dem Namen, weit gekommen, aber ich habe schon alles wieder, ehrlich gesagt, vergessen. Und dann habe ich wieder was von meinem Mentor gehabt, die englische Version, Stufe 9, Stufe 8, Stufe 7 gelernt, aber da gibt es halt von mir noch keine Videos, weil wir da einfach gar nicht das sind. Und wenn wir nach oben kommen, oben meistens was zu besprechen, ist unlogisch, weil die Profis einfach, dann seid ihr im Profibereich-Segment, Stufe 8, Stufe 7, Stufe 6 und alles, was höher ist, ist sowieso schon Profibereich und danach kommt Elite-Bereich und die Profis wissen, was sie zu tun haben. Dem muss ich das nicht zweimal oder dreimal erklären. Dem muss ich gar nicht keine Videos machen, daher habe ich halt eben nur Stufe 12, 11, 10. Höchstens in der 9. Vielleicht kommen wir da noch. Aber da haben wir auf jeden Fall nochmal die Plattform 32. Das ist chintinitische Dornen. Und früher war es noch so von Kempem, dass dieser Buff ziemlich scheiße war. Mittlerweile ist er ganz einfach auszutricksen. Immer ein Champion, der Blutrosch immun ist. Und bumm, zack, ist derjenige, der drauf ist, besiegt. Klar, nimm einen gescheiten Champion, der ziemlich fies ist, wie das Ding, oder der dann nicht nützt, oder besser wäre es ein Champion wie jetzt zum Beispiel Nimrod. Ne? Nimrod ist auch ein Champion, der viele Aufrüstungen hat, so wie Colossus. Wir sehen können, Colossus hat auch viele Aufrüstungen, wenn seine Spezialfähigkeit jetzt hier aktiviert wäre, dann wäre er natürlich noch gefährlicher. Aber ansonsten halt eben hat man da jetzt nicht Champions,
einfache, wie das Ding drauf. Das Ding hat nun mal halt keine Aufrüstung. Das hat Angela, das hat Colossus, Nimrod, Barlock, Guillotine 2099, dann auch Silver Surfer kann diese oder Ultron. Ja, das sind so Champions, so Captain America, Sam Wilson. Ne? Ich könnte jetzt noch weiter so machen, noch weiter aufziehen, aber ich denke, jeder weiß, was ich meine. So, wir machen dann gleich weiter nach einem Cut. Ja, und zum Schluss haben wir noch hier die Plattform 40. Und dann haben wir noch natürlich hier noch die Plattform 41 und 46. Und ja, die 46 ist auch eine schöne Plattform. Dann haben wir 42, statische Verteidigung, auch eine ganz interessante Plattform. Lest ihr euch mal durch. Wir werden das einmal in einem anderen Video nochmal machen. Hier ist das Video einfach nur, wie schon der Dealer ist, hinter den Kulissen. Was ich dann mache, und dann setze ich hier zum Beispiel jetzt meine Glutine, ne? Sie hat ja sowieso Degeneration, zusätzlich, wenn sie einen Gegner erwischt. Dann hat sie aber auch natürlich eine wunderbare Fähigkeit, Aufrüstung, ne? Und dann kann sie zusätzlich halt diesen Schock auf den Gegner legen. Schock und Degeneration, und wenn jemand meint, ha, ich bin immun gegen Blutrausch, ja, aber nicht gegen die Degeneration. Profis wissen ganz genau, wie man mit dieser Plattform also umzugehen hat, also dem Knoten. Aber manchmal macht man halt Fehler. Manche Leute gehen rein und merken, scheiß, falsch Champions mitgenommen. Oder sie laufen einen Weg, weil sie gestresst sind oder sonstiges. Man kann manchmal manche Plattformen nutzen. Plattform 20 zum Beispiel, Schlagkonter und durch. Geschossene Rüstung. Aber man kann also gewisse Champions auch nutzen, die Aufrüstung haben, wohlgemerkt. Natürlich Plattform 13 ist wiederum eine andere Sache. Ja, dann haben wir auch hier Plattform 14, Auslash Cordon oder dann haben wir ja Plattform 15, zum Beispiel elektrische Verteidigung, wo man wieder profitiert von Aufrüstungsbuffs. Also diese kleinen Stufen, Stufe 12 bis 10, Da ist es wichtig, Champions zu haben, die Aufrüstungsbuffs haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Angela profitiert davon. Immensen. Colossus ist halt nicht so ein guter Verteidiger, weil er langsam ist, weil man ausweichen kann. Aber nichtsdestotrotz, Nimrod ist gar kein Verkehrter auf Plattform 15. Ich werde euch eine Liste noch geben mit allen in den nächsten Tagen Aufrüstungs-Champions, sodass ihr so eine kleine Liste hat, wo ihr dann halt ein bisschen einfacher habt. So eine kleine Cheats-Liste. Das haben wir auch mit Plattform 11, Plattform 19. Da werde ich euch eine Liste geben. Es sind halt wirklich alles geile Plattformen. Wirklich, wenn man weiß, wie man sie nutzen kann. Ja, Griffins Tapferkeit, Ebon Flut, Niederschlag und so. Wenn man das Ganze versteht erst, dann macht Allianz Krieg richtig Spaß, und ich verstehe das total. Hab es für jemanden übergegeben gehabt, damit ich mehr Videos machen kann, da mehr Zeit gehabt, aber mittlerweile habe ich das komplett übernommen. Gibt das auch niemand mehr her, weil zu oft haben mich Leute enttäuscht, zu oft sind Leute einfach gegangen, und wie der Rebbe auch gesagt hat, nimm nur Leute, die jüdisch sind, so wie du, oder zumindest einen jüdischen Glauben haben. Oder jüdische Wurzeln, unjüdischen Glauben, so wie du. Oder halt wirklich gläubige Menschen, die deine Ziele teilen und dich verstehen. Ansonsten kannst du knicken, weil es immer wieder Leute gibt, die Biogefahr sind. Eine Überleitung. Biogefahr, so toxisch, also im Endeffekt. Und das ist halt die Plattform, Plattform 18 im Endeffekt. Und um 21. Und dann haben wir Plattform 38, noch dann haben wir Plattform 29, Schutz. Also ich liebe Plattform 29, 37, da bringe ich immer viele Champions rein. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die sagen, Plattform 37, aber gut. So, das war's auch von diesem Video. Abonniere meinen Kanal, wenn es dir gefallen hat. Like nicht natürlich vergessen. Und ja, that's it. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal.